jetzt machen wir eine Quest nach der anderen hier, eine Rollenquest nach der anderen fertig. Hier haben wir sogar noch drei Quests. Haben wir die bei jedem? Ich glaube, ich habe nämlich bei 75 nichts mehr gemacht. Ich würde aber schon gerne noch in den Dungeon. Die Erfahrungspunkte bringen wir zwar nicht mehr, aber das ist mir Schnuppe. Freut mich, dich zu sehen, Murasaki, wirklich. Ich dachte nämlich schon, du hättest vielleicht die Nase voll von mir, nachdem ich dich so belogen hatte. Und ohne dich wäre ich hier in der Fremde vollkommen hilflos. Als ich zum Beispiel hier ankam, bin ich direkt so einem sprechenden Fisch auf den Leim gegangen. Ich wollte mein Halsband verkaufen, um ihm mir etwas der hiesigen Währung zu besorgen. Nachdem ich schon eine Weile vergeblich nach einem Käufer gesucht hatte, kam dieser glitschige Kerl und hielt mir eine glitzernde Münze vor die Nase und meinte, das wäre der angemessene Preis. Ich wollte das Angebot gerade annehmen, als Itoka erschien und mir erklärte, dass die Münze Falschgeld sei. Und nicht nur das, sie hat dann sogar ihr eigenes Halsband verkauft, um mir die Unterkunft hier zu bezahlen. Sie hat sich um alles für mich gekümmert. Ich habe mir vorgemacht, ich könnte hier etwas ausrichten, wurde aber eines Besseren belehrt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich mich deine Hilfe macht. Entschuldigt mein plötzliches Erscheinen, aber ich habe euch etwas Dringendes mitzuteilen. Nanu, du bist doch der Krieger aus der Klause, oder? Was kann denn so wichtig sein, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast? Es ist mir gelungen, Kontakt zu Samidara aufzunehmen. Er hat sich an mich erinnert und sich gefreut, als ich meinte, ich wolle mich ihm anschließen. Wir haben ein Treffen vereinbart. Was du nicht sagst, und wo soll dieses Treffen stattfinden? Am Höllenspund, in der Rubinsee. Dort hat er seinen Unterschlupf. Wir hätten ihn ja gerne selbst gestellt, aber da er sich auch in größeren Bestien verwandeln kann, ist es wohl besser, wenn Murasaki sich seiner annimmt. Das ist die Chance, ihn zu überrumpeln. Worauf warten wir noch? Wir haben noch drei Quests, wir überrumpeln ihn bestimmt nicht. Nicht so hastig, verzeiht meine Direktheit, aber wir wären Murasaki Sicherheit nur ein Klotz am Bein. Ich schlage deshalb vor, dass wir auf einem Boot in der Nähe warten, bis der Kampf vorüber ist. Ich gebe es nur ungern zu, aber da ist was dran. Meinst du, du schaffst das allein? Dann warten wir auf dem Boot. Ich habe so das ungute Gefühl, dass wir verraten werden. Der Questname verrät einfach zu viel. Thank you.
Kommt das nämlich auch so ein bisschen komisch vor. Wahrscheinlich ist das der. Wahrscheinlich ist das der Dings gewesen. Vorsichtshalber sollte man immer jemanden, der ankommt und eine Frage stellen, dann muss man ihm gleich sagen, okay, wir müssen dich aber vorher einen Test unterziehen. Damit wir sicher sind, dass du dann nicht bist. 100 Pro ist das gewesen. Du kannst nichts Verdächtiges entdecken. Setze deine Suche fort. Ja. Ich glaube, Dings wurde gerade entführt. Vor allem ist es erst Level 96 Quest. Kommen noch zwei. Du kannst nichts Verdächtiges entdecken. Hast aber ein ungutes Gefühl. Ja. Natürlich. Hallo, ja. Holy shit. Meine Attacken sind ja richtig heftig. Aber ich habe keine neuen Attacken, ne? Samidare scheint nicht auf dieser Insel zu sein. Warte auf deine Verbündeten, die nicht kommen werden. Murasaki, ist alles in Ordnung? Ich habe Kampfgeräusche gehört. Konntest du Samidare stellen? Wirklich? War das etwa eine Falle? Nanu, was ist das? Murasaki, wie kannst du nur so leichtsinnig sein? Puh, gerade noch rechtzeitig. Wie ärgerlich. Ich hatte mich in einen Ältesten der Kojin verwandelt und der Gruppe befohlen, dich anzugreifen. Die Ablenkung wollte ich nutzen, um dir in den Rücken zu fallen. Leider scheine ich sowohl deine Schnelligkeit als auch die Hartnäckigkeit unserer hoffnungslosen Jägerin unterschätzt zu haben. Nicht mal in Gestalt einer Bestie wäre ich euch vermutlich gewachsen. Ich werde eure Leben auf eine raffinierte Art beenden müssen. Eine gründliche. Freut euch schon mal! Vergiss es, du triffst ihn eh nicht. Pass auf, bei der letzten Quest verwandelt er sich auch in einen Vogel und da trifft sie. Tut mir leid, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich kann es nicht fassen, dass ich schon wieder auf Samidare reingefallen bin. Meine Naivität habe ich mit einem Stoß ins Wasser bezahlt. Kaum, dass wir angekommen waren, hat mich all meine Kräfte gekostet, das Ufer zu erreichen. Für meine Dummheit könnte ich mich ohrfeigen, genauso wie damals, als er Itoka getötet hat. Ganz ehrlich, dieser Samidare ist dumm.
Er hätte dich nicht ins Wasser schubsen sollen, sondern er hätte dich gut töten können. Oder gefangen nehmen. Hätte er mich da nicht durch eine Liste in die Irre geführt, wäre ich vielleicht noch rechtzeitig bei ihr gewesen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie dieser Feigling eine so großartige Jägerin wie Itoka töten konnte. Als sie ihrem Mörder gegenüberstand, sah sie mich. Wenigstens habe ich es diesmal rechtzeitig geschafft. Wenn ich auch dich noch verloren hätte, hätte ich mir das niemals verziehen. Auch ich hätte schnell genug meine Klinge gezückt, keine Angst. Wir sollten fürs Erste nach Kugane zurückkehren. Hier sind wir diesem Unhold zu sehr ausgeliefert. Diese Quest ist ziemlich schnell vorbei gewesen. Wenn alle Quests einigermaßen schnell sind, dann schaffen wir heute einiges. Na gut, dass ich ein bisschen vorgelevelt habe. Und erst gesagt habe, mit Level 100 mache ich das, weil dann wären die Parts ziemlich kurz gewesen. Als ich am Höllensprung zu euch geeilt bin, habe ich die ganze Zeit mit dem Schlimmsten gerechnet. Deswegen habe ich Samidare direkt umgerempelt, als ich ihn sah. Was vermutlich die beste Entscheidung war, mit dem Bogen hätte ich ihn ganz sicher verfehlt oder am Ende noch dich getroffen. Jedenfalls gut, dass dir nichts passiert ist. Wir müssen ab jetzt doppelt wachsam sein, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Sobald es wieder irgendwo seltsame Streitfälle gibt, melde ich mich bei dir. Ja, schau also zwischendurch mal vorbei. Oh, hallo Murasaki. Oder sollte ich sagen Samidare? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Sage mir etwas, das nur wir beide wissen. Welches Tier habe ich in meiner Heimat erlegt, als ich mich in Itoka verwandelt hatte? Oh. Das hast du mir nie erzählt. Oh, dann bist du wirklich Murasaki. Die Antwort heißt Wildschwein. Aber das konntest du nicht wissen, im Gegensatz zu Samidare, der mich mit meiner Beute überwältigt hat. Tut mir leid, dass ich dich prüfen musste. Aber sicher ist sicher. Wirklich Neues kann ich dir leider nicht berichten, obwohl du extra hergekommen bist. Die Kunde von einem Schwindler, der andere nachahmt, hat in ganz Higashi die Runde gemacht. Überall sind die Leute alarmiert. Und Samidare ist vermutlich erst einmal untergetaucht. In letzter Zeit hat sich jedenfalls nichts ereignet, das seine Handschrift trägt. Also keine neue Spur. Und das ist nicht das einzige Problem. Als der Schuft mich vom Höllenspund ins Meer geschubst hat, ist das Mittel, mit dem man die Verwandlung aufheben kann, mit Salzwasser in Berührung gekommen. Jetzt ist es nichts mehr zu gebrauchen. Ich wette, das hatte er von Anfang an geplant, deshalb der Vorschlag mit dem Boot. Dieser hinterhältige Schuft. Jedenfalls muss ich jetzt schleunigst Nachschub herstellen. Auf der Kogane Dori gibt es einen Materiallieferanten. Begleitest du mich? Gut, dann ist diese Mission heute, die wir stellen neues Zeug her. Wir haben übrigens noch eine Menge zu tun, selbst nach der Story. Da kommt erst noch die Raid-Story. Die ganzen Dungeons, die danach noch kommen. Und wir haben ja auch noch ein paar Job-Quests zu erledigen. Oder diese, die ich halt noch machen muss.
Nie gehört. Woher soll man diese Samen denn bekommen können? Von einer Pflanze aus den Wäldern in Toliolal, auf dem Kontinent jenseits der westlichen See. Jenseits der westlichen See? Tut mir leid, aber so weit reichen meine Lieferwege nicht. Entweder gibt es noch was zwischen Kugane und Tural. Also zwischen Orthard und Toral. Weil der Lieferweg in die andere Richtung. Also nach Osten. Dürfte der kürzeste sein. Und sogar kürzer als nach Eorzea. Wenn wir uns die Karte angucken. Deswegen, entweder liegt da noch was dazwischen. Oder ja. Weil. Ja. Japan hat es ja auch leicht, Amerika zu beliefern. Die gehen ja einfach in die andere Richtung, nicht? Also die gehen ja noch, die fliegen dann nach Osten. Was bist du begeistert? Was ist los, Dark? Ich hatte es ja befürchtet, zu einem Überfluss kann man die Samen auch nur zu einer ganz bestimmten Jahreszeit ernten. Selbst wenn wir dafür nach Tural zurückkehren würden, wäre das momentan aussichtslos. Das Mittel können wir uns damit wohl abschminken. So was Dummes. Jetzt kann Samidare tun und lassen, was er will. Ach, ist es soweit? Hast du Bloodstained durch? Einen wunderschönen guten Tag. Kann ich bitte die Medizin gegen meine Gelenkschmerzen haben? Verzeiht, mein Herr, aber ihr seid hier beim Materialladen. Habt ihr womöglich eure Brille vergessen? Hoppala. Na sowas. So, jetzt sehe ich wieder klar. Haha, tatsächlich, da bin ich wohl an der falschen Adresse gelandet. Nichts für ungut. Warte mal, mit diesen Gläsern auf der Nase kann man besser gucken? Oh, sag mir nicht, dass sie eine Brille braucht. Allerdings, etwa noch nie eine Brille gesehen? Naja, gesehen schon, aber ich dachte immer, die wären bloß modische Accessoires. Wo kann man so ein Sehgestell denn kaufen? Eine Brille kann nicht jeder herstellen, dafür braucht es geübte Handwerker, aber der Händler Yamabuki hier auf der Kugane Dori kennt zum Glück welche. Versuch es mal bei dem. Verstanden, vielen Dank. Was denn, Dark? Oh, tut mir leid, du musst völlig verwirrt gewesen sein. Ich dachte eigentlich, eine schlechte Jägerin wie ich könnte dir niemals im Kampf beistehen, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für mich. Ja, aber die muss doch was sehen. Sonst trifft sie den Adler nicht. Allerdings sollten wir das nicht hier vor dem Laden besprechen. Ich erkläre es dir dort drüben. Außerdem Frauen, die Brille tragen, sind rar. Ich meine, was? Weißt du, dass meine Pfeile ihr Ziel verfehlen, liegt daran, dass ich nicht gut in die Weite gucken kann. Schon immer, seit meiner Geburt.
Augen raus, neue rein, fertig. Ja, du weißt schon, dass, obwohl, ja gut, da ersetzen sie ihre Augen ja wirklich durch andere, weil sie ja nichts mehr sehen können. Nach einer Zeit. Warte mal, heißt das, dass auch irgendwann, Hikari Uchiha neue Augen braucht? Ja, da auch das Mandare-Sharingan. Für eine Jägerin denkbar schlechte Voraussetzungen, also habe ich im Dorf andere Tätigkeiten übernommen, gekocht, gewaschen und unsere Waffen und Werkzeuge gepflegt. Trotzdem habe ich meinen Traum von der Jagd nie aufgegeben. Ich wollte so gerne wie Itoka sein. Eines Tages habe ich sie gebeten, mich zu unterrichten, vom Spannen der Bogensehne bis zu speziellen Zieltechniken für die Jagd. Hat sie mir auch alles beigebracht, aber gegen meine Augen habe ich am Ende immer den Kürzeren gezogen. Nun ja, was sollte ich machen? So hat es die Natur nun einmal für mich vorgesehen. Ich hatte mich schon damit abgefunden. Wenn mir so eine Brille aber hilft, weit zu sehen, dann klappt ganz bestimmt auch das Zielen besser. Stell dir doch bloß vor, ich könnte dir im Kampf gegen Samidare beistehen. Das wäre mehr wert als jedes Enttarnungsmittel. Ich brauche unbedingt so eine Brille. Gut, dann nichts wie hin zu diesem Hamabuki. Ihr sucht eine Brille. Ich könnte euch in der Tat eine anfertigen lassen, aber leider fehlen uns dafür zurzeit die Materialien. Und die nächste Lieferung kommt erst in einigen Wochen. Wenn ihr es eilig habt, bringt mir die Panzer einer Tamai und einen Klumpen Goldquarz. Dann will ich sehen, was ich tun kann. Mehrere Wochen können wir nicht warten, dann entwischt uns der Kerl. Ich schlage vor, dass jeder von uns eines der Materialien besorgt. Was meinst du? Gut, wenn ihr euch zu den Kojin in Tamamizu begebt, lassen sie sich sicher auf einen Handel ein. Die Kojin wohnen in der Nähe von Beko, wo wir schon mal waren. Nicht wahr? Und Falschen liegt mir im Blut. Ich kümmere mich um den Panzer. Bei Kojin, da muss ich immer an Kajin Kojin denken. Aber ich glaube, der Name hat auch Sinn. Wegen Frösche. Nein. Kojins sind ja Schildkröten. Und ich weiß nicht, ob die in deiner japanischen Mythologie irgendwo vorkommen. Weil Schildkröte heißt ja Kami. Oder nee, Kame. Oh Gott, die Lichtverhältnisse haben sich verändert. Da tun meine Augen gerade kurz weh. Bleibt der Klumpen Goldquarz für dich. Wenn du in der Grotte bei Seichtfels in der Rubinsee diesen Beutel Glitzerkiesel verstreust, solltest du damit einen Steinkriecher hervorlocken können. Danach braucht es nur noch ein paar schlagende Argumente. Dann wäre ja alles geklärt. Wir treffen uns wieder hier im Rosaki. So, der Hase bekommt jetzt eine Brille.
Ob du willst oder nicht, Dark. Ich habe übrigens ein neues Reittier. Na, warum was denn? Ich hab's doch hier irgendwo drin. Nicht in die Liste gepackt. Hä? Der rote Bleib, die lila Marmor. Meinetwegen machen wir die weg. So, jetzt aber. Ein Alexander. Den bekommt man nur, wenn man in diesem PvP-Dings die 25, Level 25 erreicht. In dieser Season. Ja, ordentlich was auf dem Kasten. Mir irgendwann wieder so ein schönes Samurai-Outfit an. Auch wenn dieses chinesische Kleid schön ist. Es passt mir zu einem Krummsäbel. Und den Krummsäbel bekommen wir nur, wenn wir jetzt zum Beispiel Piratenklasse bekommen würden. Denn das ist auch noch möglich. Oder halt so einen chinesischen Kampfkünstler halt. Weiß nicht, wie das heißen würde.
Irgendwie habe ich geahnt, dass du als Erste zurückkehren würdest. Warst du denn auch erfolgreich? Hier bitte. Ah, fantastisch. Daraus werden sich gute Linsen schleifen lassen. Fehlt nur noch der Panzer. Bin wieder da. Puh. Tut mir leid, ich wollte euch keinen Schrecken einjagen. Die Sache war so. Wir haben mit den Kojin gesprochen, aber die meinten, blaue Taimai wären gerade selten und sie würden die Panzer nicht hergeben. Es sei denn, ich würde die Rotpanzer verscheuchen, die in letzter Zeit über ihre Frischgründe herfallen. Ich wusste, dass ich mit meinem Bogen chancenlos bin. Also habe ich es stattdessen mit meinen Fäusten versucht und dabei ganz schön was eingesteckt. War ein echter Spießrutenlauf, aber am Ende habe ich einen Panzer bekommen. Und jetzt hätte ich gern meine Brille. Sehr wohl. Ich will nur schnell deine Sehstärke messen. Dann geht der Auftrag sofort raus. Ja, ohne die Sehstärke zu wissen, ist es ein bisschen schwierig. Unglaublich, alles so lebhaft und klar. Oh, jetzt kommt die Enthüllung. Hase mit Brille. Es gibt bessere Modelle. Nur klappt bestimmt auch das Zielen besser. Ich probiere es gleich mal mit dem Schild dort vorne aus. Ich muss schon bitten, das wäre doch viel zu gefährlich mit all den Passanten. Ich werde Zielscheiben am Pier aufstellen lassen. Dort kannst du in Ruhe üben. Stimmt auch wieder, danke. Nice. Jetzt sind dabei ist wichtig, wie weit entfernt die auch jetzt, oh, ein bisschen abgewichen, aber wenn sie das trifft ins Schwarze, dann ist sie zu gebrauchen. Nice. Jeder Schuss ein Treffer. Hast du das gesehen? Beim nächsten Mal geht es Samidara an den Kragen. All diese Jahre und die Lösung war so einfach. Wie kann ich dir das nur jemals danken, Murasaki? Jetzt muss der Halunke sich nur noch regen. Ich spitze in der Zeit schon mal meine Pfeile an. Dem verpassen wir eine Abreibung, die er sein Leben lang nicht vergisst. Ich hoffe schon bald.